Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Heute Teil 2 unserer Zuchtreihe. Makoto, Akimoto und Kojima und Chrisan sind gerade dabei, die Elterntiere für die ersten 4 Verpaarungen zusammenzusetzen. Im ersten Teil haben wir die männlichen Karashi-Chagoi gesehen. Wir haben die männlichen Shusui gesehen, von denen allerdings nur einer Sperma hatte. Und heute im zweiten Teil geht es jetzt mit den Kutschaku-Männchen los. Die wurden im letzten Jahr schon gezüchtet, also die Koi wissen, um was es geht, haben ein sehr gutes Ergebnis produziert. Es sind helle Kutschaku, das ist eine Shiro-Kutschaku-Blutlinie. Und Akimoto hat jetzt gerade schon den ersten im Netz. Und den schauen wir an. Und wie bei den Shusui und bei den Karashi-Chagoi wird im ersten Schritt untersucht, ob die Koi auch Sperma haben. Das ist wichtig. So, du hast Shiro Kutschaku no Bloodline. Ah. Also im letzten Jahr wurde er zum ersten Mal gezüchtet und das Ergebnis beschreibt Makoto als sehr gut. Und die meisten der Kutschaku, die sie gerade, oder die sie in unserem Blog vom Glashaus C gesehen haben, gehen auf diesen Vater zurück. Soll ich mal Ipigidake? Os. Verstehen hat er mal so eine schöne Idee. Nihike o tsukau. Immer war Ipigidake. Also, ich habe ihn gerade gefragt. Im ersten Block hat er ja gesagt, dass die Zucht schlecht ist, wenn nur ein Elterntier dabei ist oder dass sie dann mitunter nicht ganz so erfolgreich ist. Und er sagt, hier muss er oder hier kann er nur mit einem arbeiten, weil er keinen hat, der kein Sperma hat. Und von der Qualität hat er nur einen einzigen. Also dann wird er jetzt einen Teufel tun, einen zweiten hinzuzusetzen, der dann auch Sperma hat, mit unterlebendes Sperma. Und dann im Prinzip da viele Nachkommen da sind, die auf ihn zurückgehen. Und so sagt er, ist vielleicht die Befruchtungsrate der Eier nicht ganz so hoch. Aber er weiß ganz genau, dass dieser herausragende Mann dann auch tatsächlich der Vater von den Nachkommen ist. Beni Kutschaku, Beni Shiro Kutschaku. Also es ist ein Beni Kutschaku mit sehr dunklem Rot und gleichzeitig Shiro Kutschaku, weil er schneeweiße Flossen und einen schneeweißen Kopf und einen wunderbaren metallikfarbenen Glanz hat. Bei ihm wird jetzt eine Spermaprobe gezogen. Schläft noch nicht ganz. Wirklich ein hervorragender Koi. Aber sonst würde er auch nicht zur Zucht angesetzt werden. Ja. Erst im Moment sind sie erschrocken, weil nicht gleich Milch kam. Aber dann kam sie doch. Eine Blutlinie wird heute übrigens angesetzt, Kutschaku, über die ich nicht berichten darf. Das ist ein Geheimnis. Und im japanischen Himitsu. Und da versucht man auch was Neues, was man jetzt nicht gerade von Anfang an der Konkurrenz an Wissen zur Verfügung stellen möchte. So, auch er braucht ein paar Minuten. Auch er braucht ein paar Minuten, bis er sich erholt hat. Die Shusui sind jetzt topfit, warten auf ihr verdientes Weibchen. Die Karashis können es auch kaum abwarten. Gamanstücke das sei. Ich habe gerade gesagt, sie sollen sich in Geduld üben. Und Makoto stand hier vorher vor dem Becken, hat wirklich die Hände vor der Brust zusammengelegt und hat sich verbeugt und hat gesagt, bitte, bitte. Und wie schon erwähnt, die Zucht des Karashi-Goi ist die mit Abstand schwierigste hier. Dieses Blut aus eigener Kraft immer wieder aufzufrischen, das ist eine Riesenherausforderung. Und da lässt man hier nichts unversucht. Und vor allem in diesem Versuch
setzt man jetzt eine wahnsinnige Hoffnung. Und auch hier hat man sich gefreut, dass nach Jahren, wo wir die Blutlinie auf nur einem weiblichen Elterntier, der Lisa Lisa, aufgebaut haben, dass man da jetzt auch eine zweite Blutlinie gefunden hat, mit der man genauso gute Shih Tzu züchten kann. Und das sichert natürlich das Fortbestehen der Blutlinien. Und Sie können sich gar nicht vorstellen, wie viele Blutlinien es in Japan gibt, auch bei Konishi, die bauen auf ein, zwei Elterntiere auf. Und wenn da irgendwas passiert, dann ist die Blutlinie am Ende. Dann kann sie auch nicht mehr weitergezüchtet werden. Und mitunter schafft man es dann auch nicht mehr, die Blutlinie wieder ins Leben zu rufen. So, ich muss jetzt, glaube ich, ganz kurz abschalten, weil man jetzt von der anderen Kuchaku-Blutlinie die Elterntiere herausfängt. Imakara Himitsu. Demo os demo Himitsu. Also, ich habe gefragt, ob es ab jetzt Geheimnis ist. Aus no hoga Himitsu. Also, Meswa miseru koto ga dekiru. Also, der Mann ist das Geheimnis hier und den weiblichen Part darf ich Ihnen zeigen und dann schalten wir hier jetzt ab und kommen zurück, wenn die Weibchen dran sind. So, traditionell beginnen wir mit dem Karashigoi, ein Deutz, jedes Jahr gezüchtet. Kommt jetzt zu den zwei Karashi-Männern. Nansenshikudai? 1,3 Meter, 1,4 Meter. Und einen genialen Körperbau. Kyonen mo tsukutta. Kyonen no karashi wo nanbiki tsukurimashita? Nein. Sono oyagoi wo nanbiki tsukurimashita? Kore dake. Also letztes Jahr wurde auch nur der gezüchtet. Juman dake. Kore wa? Juman shika korenakatta. Und es waren 100.000 Babykoi, die daraus hervorgingen und die wir dann hatten, um daraus unsere Tadigoi zu selektieren. Der Grund, warum die zwei sich so auseinanderziehen, ist schlicht und ergreifend der, dass die Tüte nicht abknickt, dass der Fisch sich nicht verletzen kann. Also Akimoto lässt sie nach hinten fallen und Kojima nach vorne. Und wir hoffen, dass hiermit eine neue Ära Karashigoi beginnt. Die Männer kommen schon. Hontoni mura mura. Ich habe gerade auf Japanisch gesagt, die zwei Männer sind ganz schön geil. Nice. Die lachen jetzt aber gerade auch, weil die so schnell sind. Sugoi. Also Karashi sind nicht nur freundlich und wachsen schnell. Die sind auch spitz wie Nachbars Lumbi. Man hat hier auch jetzt bewusst einen ganz hellen Karashigoi ausgesucht. Warum ganz hellen? Weil der natürlich von der ursprünglichen, das ist einer aus der ursprünglichsten Verpaarung, der hat natürlich wenig Farbgene vom Chagoi, sondern hat es von seiner Mutter, das ist die Kigoi-Richtung, bekommen. Und so ist natürlich nachher die Zahl der Chagoi aus der Verpaarung entsprechend gering. Ja, vielleicht können wir jetzt eine Verpaarung in Echtzeit zeigen. Vielleicht schlüpfen die Kleinen heute Abend schon. Natürlich Spaß. Das dauert dann 4-5 Tage. Aber die Männer haben auf jeden Fall mal Pferde aufgenommen. Die Dame ist auf dem Radar. Und wahrscheinlich spätestens morgen früh geht's los. So, dann holen wir der nächste Tsukiwashuse. Als nächstes kommt der Shih Tzu und den schauen wir uns auch an. So, hier haben wir
das Weibchen unserer neuen Chassis-Blutlinie. Als kleine Randnotiz, im letzten Jahr sind 80.000 Babykoi geboren und aktuell hat Makoto 80. Als Tadigoi, die er weiter großzieht, die er zum Nissai heranzieht, die er jetzt in den Naturteich bringt, also eine Quote von 0,1%. Und es ging da natürlich dann noch ein paar als Jumbo-Tosai, werden wir noch fotografieren. Wir haben natürlich einige als Standard-Koi in unseren normalen Tosai-Mixen gehabt, aber insgesamt werden nicht mehr als ca. 0,5% überhaupt in den Verkauf gehen. Die Schwester von ihr, die Lisa-Lisa-Mutter, hat ein bisschen besseres Ergebnis. Hier haben wir 130.000 Nachkommen nach dem Schlupf bei etwa gleicher Körpergröße. Auch da interessant, wie verschieden das sein kann. Und auch da haben wir 0,1%, also 130 Tadigoi circa. So, Akimoto hat es geschafft. Also, das ist doch ein bisschen anders. Ich habe das in der Kurzfassung vorher nicht ganz verstanden. Das Männchen ohne Sperma, wo man jetzt kein Sperma gefunden hat, das ist tatsächlich so, dass die haben es in der Vergangenheit schon probiert und haben dann gesehen, dass am nächsten Tag nach dem Ableichen, dass er dann tatsächlich Sperma hatte. Also wenn dann im Prinzip der Ableichprozess stattfindet, dass der dann doch Milch bringt und dann auch zu einem guten Zuchtergebnis beiträgt. So, auch hier gesellen sie sich gleich zusammen. Und wir gehen eigentlich davon aus, wenn er letztes Jahr abgeleicht hat, dass dann das dieses Jahr auch wieder funktioniert, wenngleich es dafür keine Garantie gibt. Wir gucken eh nachher nochmal in die Becken rein. Die verstecken sich jetzt gerade unterm Laichgras. So, hiermit beenden wir Teil 2 unseres Zuchtblogges und gehen jetzt weiter mit dem Kutschaku und dem, ja, zwei Kutschaku-Elterntiere, die jetzt als nächstes zur Zucht angesetzt werden.